Die größten Hobbsnehmer der Geschichte. Heute, Wolfgang Beltracchi. Der Brä hat 40 Jahre lang Kunstgemälde gefälscht. Die Rahmen für seine historischen Gemälde hat der Mann einfach vom Flohmarkt gekauft und selbst mikroskopisch kleine Risse in der Farbe, die nun mal irgendwann bei alten Gemälden entstehen, konnte der Mann fälschen. Seine Fakes waren so gut, dass von den 300 Gemälden, die er in seiner gesamten Laufbahn gefälscht hat, bisher nur 60 identifiziert werden konnten. Überlegt euch mal, 240 wertvolle gefälschte Gemälde sind irgendwo in der Welt und das, obwohl der Mann... Vor zehn Jahren gebastelt wurde. Beltraki hat mit den Fälschungen, haltet euch fest, 30 bis 50 Millionen Euro gemacht. Er sagt, manchmal geht er durch Museen, sieht ein Bild, sieht, oh, das ist eine Fälschung, die habe ich gemacht, und dann geht er einfach unauffällig weiter. Was ein G.